Ach, da sehe ich meinen Kumpel sogar draußen am Rumlaufen, hat auch einen großen Kartoffelbetrieb. Im Norden Deutschlands, in Nordfriesland. Aber das sieht schon gut besucht auf jeden Fall heute aus. Also da hinten sind noch richtig viele Leute. Natürlich kommen jetzt viele hier entsprechend ran. Warum hat der Typ so eine komische GoPro auf dem Kopf? Da wundern sich alle. Was soll das denn, ne? Der hat ja eine GoPro am Kopf. Gibt's doch gar nicht. Ja Leute, wenn das geguckt werden soll im Internet, dann muss irgendein Dulli sein und seine GoPro quasi aufsetzen. Moin Moin, Servus Leute, es piept hier schon. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier einen heißen Kaffee und es ist richtig schön angenehme, ja sagen wir mal 18 Grad. Es ist ein bisschen Feuchtigkeit in der Luft und heute soll endlich auch mal Regen kommen. Hier ist ordentlich was aufgefahren, ihr seht das schon. Wir sind hier zusammen mit Case auf der Potato Europe Messe 2022 in der Nähe von Hannover. Gut Bockerode bei Springe. Hier ist Zelt, wo extrem viel, sag ich mal, Innenaussteller sind. Hier haben wir außen Saatguthersteller, natürlich hier auch ein Krampe-Stand beispielsweise. Ach, und viele, viele andere Firmen. Mega geiles Setup. Und unsere Aufgabe wird heute sein, diese dort stehenden LKWs samt Bunker mit Kartoffeln zu befüllen. Wie der Name schon sagt, Potato Europe, ne? Hier werden quasi Pommes produziert. Und diese werden dann auch direkt in die Verarbeitung geschickt, entsprechend in die Pommesproduktion, sodass wir theoretisch heute sogar, wenn das regnet, hier auch weiter roden können. Normalerweise ist das ja so, wenn die Kartoffeln feucht werden oder Stellen kriegen, kannst du sie nicht mehr einlagern oder mit Verlusten nur noch einlagern. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass wir hier eben heute direkt auf den LKW, geht direkt in die Fabrik, wird direkt verarbeitet zu Pommes und unser Schlepper bzw. unser Gespann, unsere Aufgabe ist heute mit unserem Optum, den wir jetzt hier auch mitnehmen heute Abend, entsprechend mit der Tridem Krampe-Mulde ein paar Kartoffeln zu fahren. Und der Vorteil an dieser Mulde ist natürlich nicht nur, dass sie anständig bereift ist, sondern vor allen Dingen, sie hat eine relativ kleine Höhe, ne? Und der Optum ist hoch, das heißt, man kann wunderschön drauf gucken und entsprechend sehr, sehr entspannt überladen. Deswegen gefällt mir das eigentlich ganz gut. Zwangslenkung entsprechend hier an der K80-Kugel angebracht. Das heißt, die vordere und die hintere Achse lenken dann entsprechend mit. Hat auch ein Luftfahrwerk, das heißt, sobald man hochhebt, senkt sich entsprechend das Fahrwerk noch ein bisschen ab. Das ist dann nachher praktisch, wenn man an den Bunker ranfährt und dann entsprechend zusehen muss, dass da entsprechend nichts rausfällt. Ja, das passt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Der Kenner wird jetzt hier schon sehen, dieser Schlepper hat ein anderes Kennzeichen als das, was wir vorher hatten. Die Maschine, Ersatzmaschine, Mietmaschine, die wir vorher von der HFT in Thüringen hatten, musste wieder zurückgehen und wir haben quasi, also nicht denselben, aber die gleiche Maschine nochmal bekommen, aber diesmal von Case und werden damit jetzt entsprechend hier auf der Potato Europe unterwegs sein und auch hoffentlich in den nächsten Wochen noch bei Tim im Emsland und ein bisschen Mais fahren. Und ja, aus dem Grund, weil unser Optum eben entsprechend, den wir bestellt haben, immer noch nicht da ist. Aber da sind wir echt happy, dass Case uns das super unterstützt hat. Wir gucken hier noch einmal rum, aus dem einfachen Grund, nicht nur, weil hier ein wunderschöner Krone GX auch noch dahinter hängt. Das ist natürlich ein Abschiebewagen. Also das heißt, der kippt nur leicht an und hat dann entsprechend den Boden, den Abschiebeboden, um das Gut, Erntegut nach hinten zu befördern. Auch eine sehr, sehr interessante Kombination. Ich glaube sogar, ich habe irgendwie gehört, dass unser lieber Richard so etwas für nächste Saison bestellt hat oder so ähnlich. Ich bin da nicht 100% informiert. Das Zweite, was interessant ist an diesem Schlepper, ist tatsächlich, dass wir hier die Bereifung auch haben, die wir an unserem Optum 300 bestellt haben. Das heißt 900er hinten, 960 R42 und vorne fährt man dann auch entsprechend 34 Zoll Felge. Und ihr seht den Unterschied schon, dass man hier, das ist auch kein 710er von der Breite, aber eine deutlich bessere Aufstandsfläche hat. Ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser 620er, das ist so ein bisschen seltsam, ne? Also du hast hier das Profil und dann ist der Reifen noch irgendwie ein bisschen mehr. Also irgendwie sieht das da viel harmonischer aus als das hier. Und deswegen glaube ich auch, dass das Fahrverhalten und auch die Aufstandsfläche auf dem Acker mit dieser Bereifung deutlich besser ist und bin deswegen gespannt, ja, wie denn tatsächlich unsere Maschine, wenn wir sie denn irgendwann mal bekommen,
tatsächlich läuft. Okay, nicht mehr lange quatschen, wir müssen drauf. Es geht jetzt los zum Feld und da nehme ich euch natürlich mit. So, jetzt geht das hier in den Rode-Einsatz auf der Potato Europe. Ihr seht das schon, meilenweite Reihen von Rodern. Ich habe keine Ahnung, haben wir 12 hier. Verschiedenster Fabrikate, Grimme, AVR, Ropa, wieder AVR, nochmal Grimme, Selbstfahrer. Hier ist unser Optum mit der Krampemulde dahinter. Ja, und wir springen jetzt rauf, weil dieser ganze Tross setzt sich jetzt in Bewegung. Wir werden nämlich einmal komplett da runterfahren. Ich zoome mal hier ein bisschen rein in das Bild, dass ihr das hier mal ein bisschen sehen könnt. Und da entsprechend mit unseren Blöcken anfangen zu roden. Ja, und ich bin irgendwie schon in heller Aufruhr hier. Hoffe, dass ich meinen Slot nicht verpasse. Ich weiß noch nicht genau, welcher Roder, unter welchem Roder ich muss, aber das kriegen wir jetzt mal hin. So, jetzt wird das hier sehr spannend. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, hinter welchem Roder ich hinterherfahren muss. So, hier fährt auf jeden Fall schon mal die 3. Wir machen hier mal auf einen mittelmäßigen Gang mit 25 km/h den Tempomaten. Es könnte sein, dass wir hier den gelben Roder entsprechend haben. Aber ich denke mal, die Orga hier wird das schon alles organisieren. Jetzt müssen wir hier einmal möglichst langsam mit wenig Staub an der, ihr seht das schon da draußen, Menschenmasse vorbeifahren. Wir haben Glück, dass der Wind von der Richtung kommt und dementsprechend der Staub hier rüber gezogen wird. Sonst wäre das ziemlich nervig für alle Leute, die hier eingestaubt werden. Es hat heute Morgen 2-3 mm hier gegeben. Wir hatten schon Sorge, dass wir überhaupt roden können, so in etwa. Jetzt ist es wieder Sonnenschein und staubtrocken. Und es soll aber morgen, das werde ich euch dann vielleicht in diesem Video auch noch einspielen oder habt es am Anfang schon gemacht, nochmal richtig viel Regen geben. Und da bin ich mal gespannt, ob entsprechend wir dann auch überhaupt noch roden können, beziehungsweise wie diese Bilder aussehen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, warum hier mein Roder nicht hinterherkommt. Die Nummer 4, die Nummer 5, die fahren alle nicht. Oh, ist scheißegal. Dann fahre ich jetzt hier einfach mal mit meiner Mulde los und gucke mal, wie das hier funktioniert. Die gucken hier alle aufgeregt. Noch passiert ja nicht so viel. Auch man würde gerne schneller fahren, aber irgendwie, ja, zwecks Staubminimierung machen wir das nicht. Ja, sonst, was gibt es noch zu dem Event zu sagen hier? Ich bin perplex, wie viele Leute tatsächlich hier sind. Also man sagt immer so, keine Ahnung, dass es so zwischen 6.000 und 10.000 Leute tatsächlich sind. Besucher bei so einer Potato Europe, dieses Jahr konnte man schwer abschätzen. Wie gesagt, hier in der Nähe von Hannover, auf dem Gut Bockerode in Springe. Aber das sieht schon gut besucht auf jeden Fall heute aus. Also da hinten sind noch richtig viele Leute. Natürlich kommen jetzt viele hier entsprechend ran. Das ist schon eine ziemlich spannendes Setup hier und finde ich natürlich auch cool, dass man jetzt hier nicht nur als Besucher sein darf, sondern dass wir hier auch mal auf dem Schlepper sitzen können und ganz gemütlich entsprechend mal ja, uns das Ganze von der Kabine aus ansehen können. Es hat auch einen netten Nebeneffekt. Hier ist es wunderschön klimatisiert, relativ ruhig. Gleichzeitig ja, wird man nicht eingestaubt, also von daher passt das schon ganz gut. Das Witzige ist auch bei solchen Veranstaltungen, ihr kennt das ja, Landwirtschaft, die Welt ist klein, man lernt so viele Leute, trifft so viele Leute, die man schon früher auf Veranstaltungen gesehen hatte, lernt nochmal neue Leute kennen, also das ist schon tatsächlich ganz witzig und ja, deswegen macht das auch immer richtig viel Spaß, ehrlich gesagt. Nicht wundern, was wir jetzt hier gerade machen, hier folgen die, wir fahren jetzt hier einmal leer eine Bahn runter, upsala, da ist eine Kante, und werden uns da unten am unteren Vorgewende dann positionieren und die Roder werden in die einzelnen Blöcke eingeteilt, um dann quasi auf die Leute, die zuschauen hier oder das Fachpublikum zuzufahren oder euch vielleicht auch, vielleicht seid ihr ja gerade da und guckt jetzt dieses Video und wart irgendwie die letzten Tage, die letzte Woche hier auf der Potato Europe in Hannover, dann habe ich vielleicht euch sogar auf der Kamera gehabt. Genau, das heißt sozusagen, die kommen dann alle auf das Publikum zu und haben somit entsprechend Eindruck. Dann wenden wir alle, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Viele laufen natürlich dann auch in die Kartoffelreihen rein, was ja auch so gedacht ist. Es ist ja eine Hands-on-Messe hier. Aber deswegen sind hier auch überall Leute mit Warnwesten.
Und wir selber müssen auch extrem vorsichtig fahren, weil es halt immer sein kann, dass mal jemand unachtsam, so wie ich das ja auch häufig mache, guckt aufs Handy, macht ein Video, stolpert irgendwie rückwärts, stolpert, fällt hin und dann fährt da gerade ein Trecker lang. Das ist das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Deswegen ist hier die Devise lieber weniger Produktivität und Effizienz und mehr Sicherheit. Boah, guckt euch diese Reihe da an. Ich zoome für euch nochmal rein. Da sind die ganzen Roder, die da jetzt entsprechend kommen. Wahnsinn. Wir haben jetzt hier bei dem Schlepper auch mit der Mulde mal dieses Active Trailer Brake, also vorausgehende Anhängerbremse eingeschaltet. Das sieht man auch an diesem Symbol hier, dass er entsprechend automatisch den Hänger zurückbremst, sodass das Gespann immer schön langgezogen wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfahre und jetzt wieder vom Gas gehe, das könnt ihr jetzt nicht hören und nicht spüren, aber dann bremst er quasi ganz sanft mit der Mulde ein. Und dann kommt der Trecker erst quasi zum Stillstand. Das kann man hier auch, sage ich mal, noch auf hochstellen. Dann ist es quasi noch vorausschauender oder voreilender, könnte man sagen. Hatten wir bei der Maschine, die wir quasi bei uns jetzt hatten, auch. Habe ich aber tatsächlich nie eingestellt. Kann man hier nochmal ganz cool ausprobieren. So Leute, jetzt wird das spannend hier. Sören fährt zum ersten Mal Kartoffeln ab. Überladen am Roder. Wobei, das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht das erste Mal. Aber es ist schon lange, lange her, seitdem ich das mal gemacht habe. Und jetzt muss ich mich hier erstmal eingrooven, dass wir hier neben den Grimme Select 200 kommen und das auch einigermaßen anständig läuft. Ich brauche ja ein paar Meter, bis die Kartoffeln hinten ankommen, aber dann muss es auch passen hier mit unserer Übergabe. Oh, das sieht so gut aus. Kann noch ein bisschen weiter wegfahren sogar. Oh, er will es ja sogar wissen hier. Fahren ja sogar ordentlich Speed hier. Die ersten Kartoffeln donnern rein. Ich muss das hier mal rüber machen, damit es ein bisschen entspannter ist. Ja, ich muss mich hier gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ne? Der Tim würde sowas natürlich wieder aus dem Handgelenk machen. Aber ich als Hobby-Kartoffelbauer brauche da natürlich ein bisschen länger dafür. Aber das Gute ist eigentlich, dass dadurch, dass diese, man könnte ja sagen, die Krampe-Mulde hat nicht so einen weiten Aufbau. Aber dadurch, dass die entsprechend nicht so hoch ist, ne? Und der Arm quasi sogar in, theoretisch eigentlich in die Mulde reingehen kann, ist das natürlich relativ entspannt, weil die Kartoffeln so gar nicht tief fallen müssen. Und ja, ist eigentlich wirklich eine ganz, ganz gute Mulde. Und der nette Nebeneffekt ist natürlich auch gerade so für mich als Anfänger, man kann da gut reingucken in die Mulde. Ne? Man hat jetzt nicht das Problem, dass du einfach nicht siehst, was da los ist oder nur durch so ein Fenster irgendwann nur noch Teile davon siehst, sondern du kannst halt wunderbar, wunderbar reingucken. Genau, was ich jetzt probieren würde, ist, dass wir an einer Stelle mal so einen Berg hinkriegen. Es ist jetzt nicht so irgendwie alle einmal nach unten rollen, verteilt sind. Das heißt, dann kann man an diesem Berg die Kartoffeln runterrollen lassen, nach vorne oder nach hinten. Dafür müsste ich natürlich ein bisschen versierter fahren, aber ich mache sie mal dann von da hinten nach vorne quasi voll, die Mulde. Und der Vorteil ist, dass die Kartoffeln dann noch weniger Fallhöhe quasi haben, sondern einfach nur an die anderen Kartoffeln fallen und dann so langsam runterkullern. Ja, jetzt muss man hier auch schon aufpassen, das sind echt viele Leute. Jetzt kann man nur hoffen, dass die jetzt erstmal zumindest da bleiben, wo sie sind und nicht alle schon dazwischen laufen, weil wenn man dann nach hinten gucken muss für die Kartoffeln, den Abstand zum Roder abschätzen muss und dann auch noch auf die Leute achten muss, ist natürlich nicht ganz ohne. Aber gut, ne? Wir arbeiten hier alle als Profis hoffentlich. Wir haben alle eine super Einweisung bekommen. Es ist alles sehr, sehr professionell organisiert von der DLG. Das muss man wirklich mal sagen. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Das macht auch Spaß, weil man einfach weiß, wann es weitergeht und wann es losgeht und was da Phase ist. Von daher, ja, bin ich da jetzt eigentlich erstmal ganz zufrieden mit.
und ist das so als Fahrer ganz entspannt. Und ja, jetzt ist jetzt die erste Runde, die ich hier quasi mache. Alles neues Setup, dann nachher natürlich nochmal gleich nochmal abbunkern. Nehme ich euch auch natürlich nochmal mit. Da gibt es diverse Bunker, wo das dann direkt auf die LKWs, die sehen da hinten alle, direkt auf die LKWs verladen wird. Und ja, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Und die zweite, dritte Runde wird dann wahrscheinlich ein bisschen chilliger. Wie gesagt, spannend könnte das werden, wenn das jetzt hier nochmal ordentlich anfängt zu regnen. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, rechts rumfahren, haben die gesagt, dass wir quasi das Beet zumachen. Das müsste eigentlich hier so funktionieren. Na, Opa, lauf mir nicht in den Weg. Lassen wir die letzten Kartoffeln da noch runterfallen. Normalerweise würde ich jetzt ein bisschen zurückschieben, aber das mache ich jetzt mal nicht aus Sicherheitsgründen, weil ich nicht weiß, wer da hinter mir läuft. Aber man sieht aber auch tatsächlich, der harte Boden hat natürlich dieses Jahr seine Nachteile, weil du einfach diese Erdklumpen da drin hast, die quasi Kartoffelgröße haben und der Roder sie natürlich so nicht unterscheiden kann. Das ist natürlich in anderen Jahren, wo das schön fein durchgesiebt wird, ein bisschen einfacher. Und genau, jetzt fährt er hier nämlich einmal rum mit einem schönen großen Bogen. Ich bleibe genau da, wo ich bin. Dann kann ich rückwärts auch niemanden überfahren. Und dann müsste das normalerweise hier alles einwandfrei funktionieren. Hier kommt schon die Grimme-Exkursion. Dann laufen die jetzt alle vor mir lang, tun sie. Und gucken alle, warum hat der Typ so eine komische GoPro auf dem Kopf. Da wundern sich alle. Was soll das denn, ne? Der hat ja eine GoPro am Kopf. Gibt's doch gar nicht. Ja, Leute, wenn das geguckt werden soll im Internet, da muss irgendein Dulli sein und seine GoPro quasi aufsetzen. Ich drehe hier einfach mal rum. Ich fahre mal aus der Schusslinie. Ich muss ja auf jeden Fall auf die andere Seite von dem Roder wieder. Egal wo er hinfährt, ich komme auf jeden Fall hinterher. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was hier so passiert. Was hier alles noch so läuft. Großes Ackermatch, würde Tim wieder sagen. Und wildes Hin- und Hergefahre. Einmal drunter rauschen hier. Das müsste doch funktionieren. Und los mit den Kartoffeln. Da kommen sie. Ach, da sehe ich meinen Kumpel sogar draußen am Rumlaufen, hat auch einen großen Kartoffelbetrieb im Norden Deutschlands, in Nordfriesland. Und die sind hier heute auch da und wollen sich eben entsprechend ein paar Sachen angucken. Und der denkt sich jetzt auch schon wieder, der Sör mit seiner GoPro auf dem Kopf, ne? Der ist auch überall zu finden. Na, jetzt stoppt das hier auch ganz schön, jetzt sieht man das richtig. Ich wollte doch eigentlich hinten voll machen. Kriegen wir so nicht hin? Doch, kriegen wir hin. Oh, fallen da ganz entspannt runter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das dieses Jahr mit den Erträgen aussieht. Könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, da wo ihr schon in Kartoffelregionen seid und wo geerntet wird. Ich hatte jetzt auch gesehen, Lüneburger Heide geht es jetzt auch richtig los langsam. Und wie da überhaupt die Ertragssituation dieses Jahr aussieht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, welche Sorte wir hier haben. Ich bin sehr, sehr gut informiert. Habe mich über die Sorte des Treckers und die Sorte des Anbaugerätes informiert, aber natürlich nicht über die Kartoffelsorte. Also das Ackerbauliche kommt wieder mal zu kurz. Aber ja, die sehen nämlich alle nicht ganz so fett aus, die Kartoffeln dieses Jahr, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es kommt natürlich auf die Sorte an, aber ich hätte jetzt auch spontan gesagt, dass das sicherlich nicht das beste Kartoffeljahr ist. So, jetzt wird hier erstmal richtig Gas gegeben. Jetzt muss die Kollegin von Grimme hier sogar mal einen Schritt zugehen. Sonst ist sie gleich am Reifen hier. So, ich glaube, ihr habt jetzt genug Überladen gesehen hier. Ich blende euch dann gleich noch mal ein paar Aufnahmen ein oder nehme euch noch mal mit, wenn es ans tatsächlich abkippen geht. Und sonst haben wir es, glaube ich, jetzt einigermaßen. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich hier irgendwie eine Bahn wieder zurückfahren kann.
weil wir nämlich ganz auf die andere Seite von dem Gelände müssen, um da abzubunkern. Und jetzt fahre ich hier mal wahrscheinlich drauf zu, um dann relativ klar auf diesen Weg zu kommen. Das ist zumindest jetzt mein Plan. Ob das ein guter Plan ist, das wissen wir gleich, ne? Aber so müsste das hier eigentlich funktionieren. Kann man noch eine Bahn weiter oben fahren? Boah, schwierig. Wow! Was war das denn für ein Haufen hier? Fahren wir mal hier lang. Ja, ich hätte wahrscheinlich noch eine Bahn weiter oben fahren können. Eieieiei. Das ist beim Kartoffelfahren halt immer das Problem. Immer diese riesen Haufen, wenn dann irgendwo Ruder stehen geblieben ist. Steinfangen etc. Leeren etc. etc. Rums, die Bums. Ja, das ist jetzt auch schon ein bisschen Gewicht, was wir hier hinten dran haben. Jetzt muss ich da nämlich einmal langsam dran langfahren und dann entsprechend darüber. Und dann heißt es abkippen. Genau, so, jetzt sind wir hier an den ganzen Zelten schon mal vorbei mit unserer vollen Mulde. Jetzt da vorne fährt schon eine Joskin-Mulde. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Hier sind wieder Fußgänger, parkende Autos. Staub ist auch immer noch ein Problem. Ja, jetzt wird es gerade sehr, sehr spannend, glaube ich, gleich, ob ich das schaffe, da ohne größeres Hin- und Herhaken an diese Bunker ranzufahren und das dann auch hochgekippt bekomme. Mal schauen, was hier noch so geht. Man sieht, da sind schon ein paar Autos, ne? Ein paar Leute gekommen hier. Was hier viele Roder und viele Mulden ausmachen, wir haben hier einen kleinen Stau. Also hier sind zwar jede Menge LKWs, aber ja, jetzt sind hier schon drei Mulden am Abkippen, weitere drei stehen davor. Ja, das ist halt das Problem, ne? An solchen Ketten, da meistens nicht der Roder das Problem oder der Trecker, der nicht schnell genug ist mit der Mulde, gerade bei diesen kurzen Anfahrtwegen hier, sondern die Abbunkertechnik. Schöne Gespann nochmal von außen bewundern. Ja, das ist schon eine fette Mulde, ne? Man sieht ja gar nicht, dass was drauf ist jetzt, aber die Bereifung, die ist schon wirklich extrem nice. Wir sind jetzt hier tatsächlich in der Warteschlange, hätte ich jetzt mal gesagt. Hier wird schon angekippt, abgekippt. Wir sollen jetzt hier gleich nochmal hin. Das ist der Bunker, wo wir wohl ran sollen. Hier sind auch schon noch welche in der Warteschlange vor uns. Ja, geht ordentlich was hier, würde ich mal sagen. So, jetzt wird hier rangeschoben an die entsprechende Mulde hier. Werden wir auch natürlich fachmännisch eingewiesen. Die Tridem geht ran. Der Witz ist natürlich, dass die Lenkachse immer über die Zwangslenkung am Ende immer noch mitlenkt. Das heißt, das muss man so ein bisschen einkalkulieren. Aber das läuft alles hervorragend hier. Hier der Bunker läuft quasi. Da werden die Kartoffeln, doch jetzt kippt er an. Werden die Kartoffeln entsprechend eingeladen. Hier ist das Förderband, es läuft schon. Und da ist der LKW, auf den das kommt. Ihr seht das hier auch schon, eine richtig schöne Reihe von LKWs, die hier über die einzelnen Förderbänder beladen werden. Dafür sind auch noch welche. Das ist schon ein geiles Setup, wenn man sich mal überlegt, ja, was hier für eine Schlagkraft denn am Ende dahinter steht. Die LKWs fahren tatsächlich direkt wohl zur Fabrik. Daraus werden Pommeskartoffeln und die werden entsprechend sofort verarbeitet. Und das ist der Vorteil, dass wir das dann auch, sage ich mal, machen können, wenn hier theoretisch etwas Regen fallen würde noch, was ihr vielleicht in den weiteren Videoteilen, die ich euch da vorher schon gezeigt habe, schon der Fall ist. Ja, denn dann ist ja so eine Kartoffel mit Wasser normalerweise nicht so zufrieden. Oh, guck mal, da ist die erste. Donnerlütchen, ne? Das ist aber noch nicht so richtig gut hier, ne? Die wollen wieder zurück hier. Naja, doch, die schaffen's. So, kurzer Einschub hier aus dem mittlerweile bewölkten und leicht regnerischen Springe. Jetzt roden wir hier mal unter Bedingungen, wie man das normalerweise kennt, wenn Kartoffelsaison ist. Nämlich nicht so hitzig und staubig, sondern auch mal ein bisschen feuchter. Und hier cruisen jetzt alle wunderschön mit Beleuchtung vorbei. Das macht schon was her. Jetzt kommt noch mal ein ganz anderes Ambiente hier rein. Es ist halt immer noch brutal viel los. Keine Ahnung. Da haben wir 4 Roder, 5 Roder, 6, 7 Roder, 8 9, ja, und halt diverse Mulden. Das ist immer was Anständiges hier, ne? Weiter geht's im Geschäft hier. Diverse Touren später ist jetzt hier langsam Feierabend. Sonne geht auch schon langsam unter.
Ich warte hier noch darauf, dass ein LKW kommt. Ihr seht das schon, da ist kein LKW und dementsprechend stehe ich hier mit den letzten gefühlt 30 Kilo Kartoffeln am Grimme-Bunker und kann leider noch nicht Feierabend machen, aber das werden wir wahrscheinlich gleich nachholen. Das werden wir gleich nachholen und dann gibt es auch noch mal ein Kaltgetränk. Ja, cooler Tag hier. Ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, schönen Abend, ciao.